Wir haben eine App entwickelt, die Virtual Reality darstellt, also 360 Grad. Man setzt eine Brille auf und ist dann sozusagen wie in einem Film in einer anderen Welt. Und in dieser Welt sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die man sieht und begleitet die ein Stück. Und dann hat man die Möglichkeit auszuwählen, mit wem geht man mit. Meine Eltern haben mir schon früh Bücher gegeben und mich ermutigt, Dinge in Frage zu stellen. Virtual Reality hat den Vorteil, dass man in andere Situationen gebeamt wird, also auch andere Sichten, andere Menschen und da natürlich Empathie für ganz andere Werte, ganz andere Lebensverhältnisse auch mal gewinnen kann. Als ich die Brille auf hatte, war es erstmal völlig überwältigend, erstmal in diesem dreidimensionalen Ding unterwegs zu sein. Es war sehr interessant zu sehen, die Erfahrung zu sammeln, gerade auch wenn man die Leute gesehen hat, die die Option ausgewählt hat und dann haben die Dinge auch gesagt, wo du dich sofort identifizieren konntest damit. Geht es dir auch manchmal so, dass du geblendet bist von dem, was du alles kaufen kannst? Egal woran man glaubt und ob man glaubt. Der Glaube sollte weder einem selbst noch anderen Menschen Schaden zufügen. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich möchte mich dazu äußern. Und die Möglichkeit hatte ich dann in der Diskussion danach. Und fand es dann super schön, weil alleine dadurch, dass ich bestimmte Dinge ausspreche, durchdenke ich sie neu. Es macht einfach total Spaß zuzusehen, weil es geht ja gerade ums Thema Werte und wie geht man damit um, wenn jemand andere Werte hat. Werte, die muss man immer mal wieder so mit jemandem besprechen und darüber nachdenken, weil das einen von klein auf bis zum Lebensende begleitet oder begleiten sollte. So hat man so Berührungspunkte. Und wenn man Berührungspunkte mit einem anderen Menschen hat, den man eigentlich überhaupt gar nicht kennt, das geht ganz schnell. Ganz schnell entstehen Gespräche. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist krass. Es ist eine sehr, sehr große Chance, diese Vielfalt in unserer Gesellschaft zu haben. Und wenn wir uns austauschen und versuchen, eine gemeinsame Wertebasis zu finden und trotzdem aber damit leben können, dass es immer noch unterschiedliche Werte gibt, dann haben wir einfach eine viel, viel schönere Gesellschaft.